Auch Elena musste sich schon Unmengen an Kritik anhören und schien damit klarzukommen. Doch irgendwann wurde ihr alles zu viel. Vor 2 Jahren habe ich ein Haus gekauft. Ja. Und das ging alles schief. Überall waren Kabel draußen. Alles war Katastrophe. Der Boden ist verfault nach 1 Monat. Und ich habe dann in dieser Zeit nicht bemerkt, wie mich das belastet. Und alles zusammen dann vor 1 Jahr im Sommer sagt mir dann die Mutter von meinem Freund, Elena, du musst mal auf die Waage gehen. Du bist sehr dünn. Ich so, okay, komm. Ich gehe auf die Waage und dann, oh mein Gott, ich stehe auf die Waage und ich so 45 Kilo. Und ich war immer so 53. Mhm. Dann haben noch andere Sachen begonnen. Ich habe mich nicht mehr vom Zimmer bewegt. Ich war fast 6 Monate im Zimmer eingesperrt. War nur kurz draußen, um Eileen in den Kindergarten zu bringen. Und sobald ich Eileen abgegeben habe, begann wieder diese Zeit im Zimmer. Und das war für mich eine der schwersten Zeiten in meinem Leben, ganz klar. Natürlich habe ich aus der Öffentlichkeit dann in letzter Zeit erfahren, so, aber so 100%, was jetzt wirklich wie war, hat sie mir nie erzählt. Und eines Tages stehe ich auf und dann sehe ich Eileen vor mir und ich habe nichts verspürt. Ich war wie tot. Und wenn du das bei deinem Kind nicht verspürst, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich zu dieser Psychologin gefahren und die hat dann mir ganz schnell bestätigt, dass ich Depressionen habe. Ganz krass, was mit einem passiert, wenn man so in den Depressionen drin ist und einfach nichts findet, wo einen glücklich macht. Ich war einfach so allgemein scheiße. Mhm. Zu jedem, der mir so nahe gestanden ist. Mhm. Der hat mich auf jeden Fall berührt, so das zu hören. Ist ja die Mutter meiner Tochter. Ich wusste einfach, irgendwas muss jetzt passieren. Und dann habe ich halt, ich war 2-mal die Woche immer in Therapie, bin da hingegangen. Und dann wurde es ein bisschen besser. Weniger Verschwiegenheit, ehrlich zu mir selber sein. Meine Tochter war für mich die größte Motivation und ist sie bis heute noch. Also dank ihr bin ich auch aus dem Ganzen rausgekommen. Zum Glück fühle ich jetzt wieder so, ich kann wieder lachen, ich fühle Sachen. Irgendwie stelle ich eine Veränderung fest bei ihr, wie sie sich gibt. Positiver, reflektierter. Dieses Thema mit der Depression berührt mich immer wieder aufs Neue, weil das einfach so eine harte Zeit für mich war. Und ich einfach gelernt habe, wie ich bin und wer ich bin. Und alles das begleitet mich noch bis heute.